Willkommen zu unserem EndNote-Tutorial mit EndNote in JustFind Recherchieren. EndNote bietet in seiner Programmoberfläche die Möglichkeit, in verschiedenen Datenbanken zu recherchieren. Der Katalog-Tab von JustFind, dem Rechercheportal der Universitätsbibliothek Gießen, lässt sich ebenfalls direkt in EndNote durchsuchen. Wie das geht, zeigen wir in diesem Video. Um mit EndNote direkt im Katalog-Tab von JustFind suchen zu können, muss dieser zunächst als sogenannter Connection-File in eure EndNote-Installation eingebunden werden. Dazu öffnet ihr zunächst den Connection Manager in EndNote. Geht dann auf Get More on the Web. Die Download-Seite von EndNote öffnet sich. Sucht dann nach dem Wort Gießen. Ladet euch das Connection-File durch einen Klick auf Download herunter und importiert die Datei in den Ordner Connections in eurem Programmverzeichnis. Bei Windows ist dies standardmäßig der Pfad C, Programme, EndNote X9, Connections. Ihr könnt die Datei einfach in das Programmverzeichnis hineinziehen, wie hier gezeigt. Kurz scrollen und wir sehen die Datei in unserem Verzeichnis. Nun wechselt ihr wieder nach EndNote. Im Programmmodus Online Search seht ihr die voreingestellten Datenbanken. Mit dem Klick auf More öffnet sich das Fenster zur Datenbankauswahl. EndNote bietet euch mehr als 6000 durchsuchbare Kataloge und Datenbanken an. Da ihr den Katalog der Universitätsbibliothek gerade ins Programmverzeichnis importiert habt, befindet sich dieser nun auch in der Liste. Im Feld Quick Search gebt ihr einfach die Buchstaben GIE ein und drückt die Return-Taste. Jetzt solltet ihr den Menüeintrag U-Gießen sehen. Wählt den Eintrag aus, klickt auf Choose und der Katalog wird automatisch in die Liste der Datenbanken im Online-Search-Mode eingebunden. Ihr könnt nun mit EndNote direkt im Katalog-Tab von JustFind suchen und die Ergebnisse in eure lokale Library übernehmen.